Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Vlog. Ich denke mal, dass der auch über mehrere Tage oder also mindestens 2 Tage oder so gehen wird. Und wir haben jetzt gerade Vormittag, 9:30 Uhr. Ich mache jetzt meine Haare und habe gerade noch ein Video, fertig, nein, nicht fertig geguckt, aber vor dem Rennen nochmal Probe geschaut sozusagen und das rennt gerade. Und dann werde ich mal gucken, mache ich noch ein bisschen was im Haushalt und ihr werdet es ja dann auch sehen. Auf jeden Fall ist es wieder ein Vlog und Philipp ist jetzt gerade nicht dabei, der ist auf Arbeit. Der Kleine ist auch im Kindergarten, also jetzt halt am Vormittag. Und ich wollte dich einfach mal nochmal so mitnehmen über die Tage. Wir haben jetzt auch wieder Videos hochgeladen. Also die Sache war, wir hatten jetzt eine längere YouTube-Pause. Das heißt länger, 3 Wochen oder so. Weil wir einfach so viel zu tun hatten in unserer neuen Küche. Und unser ganzer Alltag wird von der Küche bestimmt. Also wir waren zum Beispiel gestern Abend, nachdem Philipp nach Hause kam, noch in 2 Baumärkten, haben noch nach einer Arbeitsplatte gesucht und sowas. Dann gehen wir heute nochmal was holen und werden die kleinen Fässer, also. Hier ist jetzt das eine, da steht ein Eimer drunter und das tropft noch aus, weil da sind noch Ölreste drin. Und die werden wir dann sauber machen, also beziehungsweise das hier werden wir sauber machen. Und dann habe ich morgen einen Termin und hoffe, dass ich da noch 2 Fässer kriege. Genau, also es ist halt echt viel zu machen noch. Wir haben es uns aber so ausgesucht. Und wir haben uns halt auch selbst ein zeitliches Limit gesetzt, eigentlich bis ich anfange mit Studieren. Das ist aber nächste Woche, deswegen schaffen wir das nicht. Aber vielleicht bis meine Familie zu Besuch kommt, das ist in 2 Wochen, vielleicht schaffen wir das dann, dass die Küche fertig ist und ich werde danach auch mal einen Plan machen. Genau, auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal meine Haare und da dürft ihr live dabei sein. So, meine Haare sind fertig. Ich habe mir voll den Finger verbrannt. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Das sieht jetzt hier mega schrumpelig aus. Aber auf jeden Fall, es war schon schlimmer. Ich habe schon mein Ohr so zwischen das Kletteisen genommen und sowas. Genau, ich gucke jetzt mal eben, wie lange die Wäsche noch braucht. 20 Minuten. Mein Plan ist nämlich eigentlich, dass ich für eine Freundin, die hatte, jetzt steht hier, super, wenn meine Uhrzeit hier da steht, steht nicht mehr das Datum da. Wie finde ich denn raus, was heute für ein Datum ist? Der 24. Sie hatte, ich glaube am Freitag oder Samstag, Sonntag, wann auch immer, auf jeden Fall hatte sie da eigentlich einen Entbindungstermin. Das Baby ist, soweit ich weiß, noch nicht da. Ich glaube, wenn hätte ich das mitbekommen. Hoffe ich doch mal. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Auf jeden Fall. Ja, vor 2 Tagen war der Entbindungstermin. Baby ist noch nicht da, aber dürfte ja jeden Moment wahrscheinlich kommen. Und ich wollte ja eine Windeltorte machen, die ich ihr schicke. Wenn das Baby da ist. Dafür muss ich aber noch einkaufen gehen. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich jetzt eben fix einkaufen gehe und dann die Wäsche mache und euch dann mitnehme, wenn ich die Windeltorte mache. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal einkaufen und hole dann die Wäsche raus. Wir können ja auf dem Weg runter, werde jetzt auch mal bei der Wäsche vorbeigehen und mal gucken, wie lange die noch braucht. So, dann räume ich jetzt hier meine Haare weg, die ich verloren habe beim Kletten und dann sehen wir uns wahrscheinlich bei der Wäsche oder im Auto wieder. So, wir sehen, 17 Minuten braucht die Wäsche noch und die holen wir dann, wenn wir wieder da sind. Also ich hole die raus, wenn ich wieder da bin. So, ich bin jetzt im Auto, mache eben noch Musik an und dann fahre ich zum DM. Das ist auch wirklich nicht weit von hier aus. Das
ist ganz praktisch. Und ja, dann gucken wir mal. Also ich habe überlegt, Windeln von Pampers Größe 1 und 2. Dann brauchen wir so Gummis, um die Windeln zusammen, also zu so kleinen Röllchen zu machen. Und dann noch so 1, 2, 3 kleine, ja, mädchenhafte Sachen. Also keine Ahnung, sowas in Richtung, weiß ich nicht, ein pinker Schnuller oder sowas, ja. Was man dann noch da irgendwie ranmacht und dann halt noch pinkes Schleifenband außenrum. Genau. Und das ist soweit erstmal mein Plan. Dann brauchen wir auf jeden Fall für Karl noch Windeln. Ja, aber ich glaube, das war's sonst. Ja, und ich glaube, ich nehme die Kamera. Schön, dass meine Musik jetzt ausgegangen ist, Alter. Ich nehme die Kamera nicht mit rein. Dann bin ich nämlich schneller und filme das dann zu Hause danach ab, wenn ich wieder da bin. Und ich hoffe, ich denke an alles und ich hoffe, ich kriege auch alles, was ich mir so vorstelle. Soll auf jeden Fall in, ja, halt Tortenform werden, weil zum Beispiel wir haben damals eine Windeltorte bekommen, die war in Form von einem Kinderwagen, richtig süß, aber ich finde so richtige Torten, Windeltorten schöner, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sowas noch nie gemacht, ne? Also es kann auch jetzt ganz hässlich werden. Ich hoffe, ich kaufe überhaupt genug Windeln. Ja, müssen wir mal schauen, was sie so da haben. Wir werden es sehen, ihr werdet es sehen und ich hoffe, ich werde nicht verzweifeln. Oh, falscher Gang. Ja, genau. So, ich bin wieder zu Hause. Ich hole eben die Wäsche noch und dann zeige ich euch, was ich eingekauft habe. Ich habe eigentlich vorgehabt, vom Farbstil her, so mit zwei Farben zu arbeiten. Eigentlich war mein Plan rosa und gold. Allerdings war das rosane und goldene Geschenkband, naja, nicht hässlich, aber es war auf jeden Fall nicht in so einem rosa und Goldton, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann, ich habe dann solche kleinen Sterne gekauft, die ich damit so Klammern ranmachen will. Die Klammern und die Sterne gab es nicht genau in den Farben, die ich wollte. Jetzt bin ich so auf Türkis-Lila. Zumindest von, also ich habe Türkis und Lila eine Klammer und ich habe eine Blumenkette in der Farbe. Und also die Sterne sind Gold, Silber und Bronze. Da werde ich wahrscheinlich schon die goldenen und die silbernen nehmen. Und ich gucke jetzt mal, was ich an Schleifenband noch da habe. Ich glaube, ich habe goldenes und rosanes trotzdem gekauft. Und hoffe, dass ich vielleicht noch silbernes da habe. Dass ich vielleicht gar kein rosa mache, sondern nur Gold und Silber wegen den Sternen und dem Schleifenband. Und der Rest, also die Klammern und die Blumenkette in Türkis und Lila. Dann sind es halt vier Farben, aber ja, genau, ich hole jetzt erstmal die Wäsche, die ist fertig. Vielleicht kann ich das auch einhändig machen. Ja, genau, ich werde dann oben gleich anfangen mit der, hallo Socke, mit der Windeltorte, solange der Kleine noch im Kindergarten ist, weil ich weiß halt noch nicht genau, wie lange er bleibt. Ich werde angerufen, wenn ich ihn abholen soll, weil wir noch nicht wissen, ob er mittags schlafen wird oder vormittags. Wenn er nämlich vormittags schläft und mittags dann noch nicht müde ist, dann hole ich ihn irgendwann ab, dass er halt nicht die ganze Zeit dann einfach nur alleine da spielen muss, wenn die anderen Kinder schlafen. Und wenn er schläft, dann hole ich ihn erst nach dem Schlafen, also das kann auch noch viel später werden. Aber das wissen wir jetzt noch nicht genau, deswegen werde ich halt einfach angerufen. Und deswegen mache ich erst die Windeltorte, damit ich die fertig habe, falls er nicht schläft und ich ihn dann direkt abhole. Und ja genau, die Wäsche kann ich auch aufhängen, wenn er da ist. So, ich bin jetzt oben. Oh Gott, die Wäsche ist schwer. Ich gehe jetzt erstmal rein und dann geht es an die Windeltorte. So, ich habe Windelgröße 1, Windelgröße 2 und Größe 3.
Die werde ich gleich rollen und zusammen machen mit, wo sind sie? Hier, mit den Gummis. Genau, dann habe ich eine Karte und einen Schnuller für 0 bis 2 Monate. Wie süß ist der denn bitte? Den werde ich so eingepackt lassen und einfach irgendwie noch mit reinstecken. Dann ist das hier die Blumenkette, wo ich gesagt habe, die mache ich dann oben halt irgendwie drum. Dann habe ich noch kleine Söckchen. Da werde ich ja wahrscheinlich dieses Papierding hier abmachen. Die sind so klein, Größe 13, 14. Dann habe ich hier noch so eine Packung Feuchttücher, die ich dann noch irgendwie mit reinstecken werde. Dann sind das die Sterne, von denen ich gesprochen habe. Also ich werde wahrscheinlich die hier verwenden. Dann sind das hier die Klammern. Da werde ich die hier verwenden. Ach so, und hier ist das Band. Da habe ich doch Gold und Silber gekauft. Also passend zu den Sternen. Wobei, das sieht auch eher aus wie Bronze, ne? Das Goldene. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, ja, so erstmal der Plan. Ich werde jetzt die Windeln rollen und zusammen machen. Genau, wo gehen die auf? Boah, die Packung ist so klein, ne? Was wären das jetzt gleich für winzige, süße... Was ist das denn? Aber was das für kleine, süße Windeln sind. Oh mein Gott, wie süß sind die denn? Oh Mann, das ist ja schon so ewig her, dass der Kleine solche winzige Windeln hatte. So. Ich habe die jetzt gerollt und mache jetzt ein Gummi drum. Ich versuche, die Gummis immer auf einer Höhe zu machen, damit ich die dann auch, also ich weiß gar nicht, ob jetzt das System euch das schon erklärt habe oder so. Wieso steht hier 1, 1 und dann steht da 2? Das ist doch Größe 1. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die so im Kreis gestellt, dann eine Etage noch drüber und hoffentlich noch eine drüber, wenn es genug Windeln sind. Und ich versuche den Gummi immer auf derselben Höhe zu machen, damit ich dann mit dem Schleifenband den Gummi verdecken kann. Ich zeige euch das dann. Ich rolle jetzt erstmal die ganzen Windeln. Das wird jetzt wahrscheinlich eine Aufgabe von, weiß ich nicht, ewig. So, das ist Größe 3, das ist Größe 2, das ist Größe 1. Ich bin jetzt hier gerade schon am Rechnen. Ja, ich habe mir noch nicht so den ganz genauen Plan gemacht. Ich werde jetzt erstmal gucken und die so ein bisschen aufstellen und dann werden wir weitersehen. Und ja, genau. Ich bin mal gespannt. Wenn ich was schon mal hier so hinplatziert habe, was dann auch, ich sag mal, Perspektive hat, dass es so bleiben kann, dann zeige ich euch das und dann, ich räume jetzt hier erstmal die Gummis auf und Ging auf jeden Fall schneller als gedacht und hat eigentlich auch echt Spaß gemacht. Ich habe noch eine andere Freundin, die kriegt im November ihr Kind. Da mache ich noch eine Windeltorte. Das heißt, ich darf das Ganze dann nochmal machen und sie kriegt einen Jungen. Das heißt dann nochmal in einem ganz anderen Farbstil. Das, da habe ich richtig Bock drauf. Ich mag sowas voll, sowas Kreatives und ein kreatives Geschenk und so. Genau, aber jetzt werde ich hier erstmal irgendwas zusammenbasteln. Das ist die unterste Etage und der Gummi hier ist sehr strapaziert, deswegen mache ich jetzt ganz schnell das Schleifenband erstmal rum. Und der Rest sieht irgendwie nur noch so wenig aus. Ich guck mal. Vielleicht mache ich auch erstmal noch eine Etage und guck dann, wie viele dann noch übrig bleiben. Aber ich wollte euch erstmal so zeigen, wie mein grobes System so aussieht. Ich finde, das ist eigentlich voll süß. Irgendwie, ja, voll niedlich. So, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt hier oben die Feuchttücher reingesteckt, weil das sonst nicht so schön rund geworden wäre, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich mache jetzt erstmal das Schleifenband rum. Ich würde sagen, einmal Silber, dann Gold oder was auch immer das ist und dann nochmal Silber. Dann mache ich hier oben noch die Blumenkette rum, stecke den hier noch irgendwo rein und die Söckchen. Und dann mache ich überall hier noch die Sterne ran. Ach so, wie hält denn die Torte jetzt von oben nach unten zusammen? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Da müsst ihr mir immer noch ein bisschen Bedenkzeit geben. Vielleicht mache ich dann auch einfach mit dem goldenen so Schleife noch, also einmal komplett
oben und unten. Wie cool sieht das dann bitte aus? Ich finde es super schön, auch mit den Blumen. Und ich werde jetzt mit der bronzenen, ja, ich glaube, das ist Bronze, mit der bronzenen Schleife hier einmal so halt von oben nach unten und dann hier in der Mitte oben drauf eine Schleife machen. Da gehen ja dann die Bänder hier an der Seite hoch, da stecke ich den Schnuller drunter und die Socken rechts und links halt. Und dann mache ich am Ende hier mit den Klammern, vielleicht auch nur mit den Türkisen, weil hier ist ja mehr Türkis, dann hier ran die kleinen silbernen und bronzenen Sterne. Und ich glaube, da kann man ja auch hinten was draufschreiben, ne? Genau, da schreibe ich noch irgendwas Niedliches drauf und ja, läuft genauso, wie ich es mir vorstelle. Boah, das macht so einen Spaß. Okay, das ist jetzt noch nicht ganz mittig. Ja, aber wie gesagt, das macht super Spaß und ja, ich weiß, wie sehr wir uns damals über die Windeltorte gefreut haben. Und ich hoffe einfach, dass meine Freundin und ihr Partner und das Baby, naja, das Baby halt noch nicht, aber ja, dass die sich auf jeden Fall drüber freuen. Okay, sie ist fertig. Oh mein Gott, ich finde die so cool. Also, ich habe jetzt einfach den Stuhl hier so drunter gesteckt. Ja. Besser. Hier die Söckchen. Und hier habe ich jetzt überall erstmal diese Sterne drumherum gemacht. Also hinten und überall. Ich hoffe, die halten dann den Versand aus. Ich mache einfach auch ein Foto, wie die vorher aussah, falls sie auseinanderfällt. Damit die dann auch wieder so zusammenbauen können. Genau, und ich werde jetzt die kleinen Kärtchen beschriften. Dann habe ich halt hier, wie gesagt, noch eine Karte. Die stecke ich dann ja auch noch hinten wahrscheinlich mit ran. Und dann ist sie fertig. Und ich freue mich so. Ich finde die so schön. Das ist einfach. Ich stelle die Kamera einfach mal um. Es ist so super easy. Du brauchst ja eigentlich nur eine grobe Vorstellung. Dann ja, ist es ja auch ehrlich gesagt gar nicht teuer. Also klar, man muss ja keine Pampers-Windeln nehmen oder was auch immer. Nee, aber im Ernst, es ist ja nicht teuer so. Und es ist einfach ein richtig schönes, symbolisches Geschenk, finde ich. Und wie gesagt, wir haben uns auch sehr darüber gefreut. Genau, und ich habe jetzt noch ein paar Sachen übrig. Also ich habe hier noch die goldenen Sterne und die gelben Klammern. Und die werde ich auf jeden Fall für die Windeltorte von der anderen Freundin, die dann im November ihr Kind kriegt, nehmen. Also wie gesagt, das wird ein Junge, habe ich schon gesagt, ja, ne? Das wird dann so mit Gelb und Gold. Da kaufe ich dann noch goldenes Schleifenband. Und ja, ansonsten Gelb und Gold. Vielleicht noch was für einen silbernen Schleifenband, einfach so als Akzent. Und dann vielleicht halt einfach irgendwie gelb-grün. Also vom Stil her, wie ich das jetzt hier Silber und Türkis gemacht habe, mache ich dann gelb-grün. Und dann hier noch einen silbernen Akzent. Das ist doch super, oder? Das ist voll der Plan. Ich bin halt auch nicht so der Typ, muss ich ehrlich sagen, für Mädchenrosa, Jungsblau. Deswegen ist jetzt hier auch nicht so viel Rosanes dran. Aber ich finde das schon mädchenhaft mit der Blumenkette und so, muss ich da mal gucken. Vielleicht mache ich dann da irgendwie eine schöne Schnullerkette oder so rum. Bei der jungen Windeltorte. Oh mein Gott, es macht so Spaß, es ist so schön, einfach was Kreatives zu schaffen. Und ja, genau, ich werde jetzt die nochmal schön fotografieren und dann werde ich die kleinen Kärtchen beschriften und ich glaube, die Karte schreibe ich dann erst, wenn das Baby da ist und stecke die dann halt hinten ran. Dann brauche ich auch noch irgendwie ein Paket. Das Problem ist halt, man kann die schlecht, also ich würde sie gern aufrecht schicken. Muss mal gucken. Ich räume erstmal auf. Auf jeden Fall, ja, ist es jetzt 11.20 Uhr und ab um 12 Uhr kann jederzeit mein Telefon klingeln. Dann würde ich den Kleinen holen. Und ich denke mal, ja, ich melde mich dann, weiß ich nicht, wenn ich den Kleinen geholt habe oder so. Ich räume jetzt hier auf und muss auch noch die Wäsche aufhängen. Genau. So, also die Wäsche hängt, kann ich euch zeigen. Da. Ja, oh mein Gott, man hat jetzt mein BH gesehen. Dann steht hier die Windeltorte. Ich habe die Karte noch nicht geschrieben. Und der Geschirrspüler ist aus und wieder eingeräumt. Und ich werde jetzt einfach die Zeit, die ich noch habe, ich weiß ja nicht wie lange,
nutzen, um noch ein Video zu rendern. Beziehungsweise ich gucke mal, ob ich noch eins angefangen habe zu schneiden, was ich noch fertig machen muss. Genau, weil ich gerne jetzt noch ein bisschen was vorproduzieren wollte, was auch immer.